Laufen, Lachen, Leben. Und mit jedem zurückgelegten Kilometer zaubern wir Lachen und strahlende Augen in die Gesichter kranker Kinder. Unter diesem Motto haben sich heute am Sonntag hunderte Freiwillige für den Roten Naselauf rund um den Hüttenmühlsee zusammengetan. Nur, wie werden die Kilometer in Geld umgewandelt? Dazu der Obmann des SBF Pflach. Es ist für einen guten Zweck und die Sache läuft so ab, dass jeder gelaufene oder gegangene Kilometer gibt es Großsponsoren österreichweit, die dann die Kilometer bezahlen. Startgeld kommt den Roten Nasen zugute. Wir freuen uns, dass heute so viele da sind. Es ist überraschend. Also, wir hätten nicht gedacht, dass das so angenommen wird. Aber die Roten Nasen kennt ja jeder und sie sind in den Krankenhäusern tätig bei den Kindern und die freuen sich, wenn sie besucht werden.